Hi, wie wäre es, wenn du jetzt und sofort verstehen würdest, warum du trotz ganz vielem Auswendiglernen keine 1,0 hast und warum Bulimie-Lernen nicht funktioniert und wie du es besser machen könntest? Das will ich dir heute zeigen mit dem Prüfungserfolgsmodell. Von daher bleib dran! Bevor ich dir erklären kann, wie das Prüfungserfolgsmodell funktioniert, gehen wir doch erstmal den regulären Verlauf durch, den ganz viele Leute annehmen, dass es so ist. Der Prüfer, und da bist du, es interagiert. Erst gibt dir der Prüfer das Wissen, geht links rein, dort wieder raus und zwischendurch gibst du das Wissen ihm einfach wieder 1:1 gekaut und dann bekommst du eine Note. Wenn du das aber so betrachtest, wirst du nie eine 1,0 schreiben und das ist sehr demotivierend. Trotz dessen, dass du alles bulimiemäßig gelernt hast, wird es nicht lange hängen bleiben und du kannst so auch keine gute Note schreiben. Und wie das trotzdem geht, das erklärt sich sehr, sehr einfach mit dem Prüfungserfolgsmodell. Okay, jetzt kommen wir zum Prüfungserfolgsmodell und hier haben wir den Prüfer und wir haben weiterhin dich. Der Prüfer gibt dir das Wissen. Aber er gibt dir nicht nur das Wissen, sondern er gibt dir auch Prüfungsfragen. Und das beides führt dann dazu, dass du ihm die Lösung gibst und er gibt dir dann die Note zurück. Und hier ist es was ganz wichtig, was du verstehen musst. Du musst sozusagen die Sachen, das Wissen auf der einen Seite mit den Prüfungsfragen zusammenbringen. Und nur wenn du die zwei Sachen vereinigt hast, kannst du auch eine 1,0 bekommen. Warum? Weil die Prüfungsfrage heißt halt nicht, was steht auf Seite 13 im oberen Abschnitt. Nein, Prüfungsfragen sind ganz anders aufgebaut, weil es auch verschiedene Prüfungsfragetypen gibt. Und die zeige ich dir gleich auf der nächsten Seite. Es gibt drei verschiedene Kategorien von Aufgabentypen. Das erste ist die Reproduktionsfrage. Und zu diesen gibt es Operatoren. Operatoren zeigen dir, was du machen sollst. Reproduktion heißt einfach nur das Wissen wiedergeben, 1:1, was dir der Professor gesagt hat. Nenne, wiedergebe etwas, arbeite was heraus, beschreibe, stelle was dar, ermittle, charakterisiere oder lokalisiere. Und das sind ungefähr 50% deiner Note, 50% der Aufgaben. Und wenn es nur das geben würde, dann wäre Bulimie-Lernen wahrscheinlich kurzfristig auch sehr, sehr erfolgreich. Aber es gibt noch andere Aufgabentypen und diese zeige ich dir jetzt. Der zweite Bereich sind Anwendungsfragen. Und da geht es dabei, das Wissen, was du hast, auf einen speziellen Sachverhalt anzuwenden. Du sollst etwas erstellen, manchmal sollst du einfach was gliedern, einordnen, erklären, zuordnen, etwas erläutern, begründen sogar. Das geht halt darüber hinaus, was du nur von der Reproduktion geht, sondern du sollst etwas dann wirklich hinzutun, etwas anwenden, zeigen, dass du es verstanden hast. Du kettenzeichnest etwas in der Abbildung, du analysierst was, du vergleichst was oder du wendest wirklich etwas an. Und dieser Bereich hat ungefähr 30%. Das kann natürlich immer abweichen davon, aber ein regulärer Klausuraufbau sieht so aus. Bereich 3 sind die Transferfragen. Manche sagen auch dazu, man soll damit Probleme lösen. Und das ist da wirklich, wo es darum geht, ob du das richtig verstanden hast. Transferfragen, du prüfst etwas nach, du erörterst etwas, du bewertest einen Sachverhalt, ist das nun gut oder ist das schlecht in dem vorliegenden Fall, beurteilst etwas, interpretierst oder gestaltest sogar etwas. Und das sind ungefähr 20% der Punkte, die du bekommen kannst. Wie gesagt, das kann variieren. Wichtig ist aber zu verstehen, wenn du nur was bulimiemäßig lernst, du verankerst das nicht richtig, du durchdringst das nicht richtig, dann kannst du maximal diese 50% der Punkte holen. Obwohl du das komplette Wissen einfach wiedergeben könntest, wirst du nie besser als eine 4,0 werden. Und dann überleg mal, du hast noch Sachen ausgeschlossen, dann kann es oft sein, dass du gar nicht bestehst. Von daher ist es so unglaublich wichtig, anwendungsorientiert und transferorientiert zu lernen. Und das zeige ich dir. Hier haben wir wieder das Prüfungserfolgsmodell. Und du hast das Wissen und du hast die Prüfungsfragen. Und damit du das miteinander verbinden kannst, brauchst du sozusagen einmal eine komplette Schleife im Gehirn.
Diese Schleife sozusagen ist dafür da, dass du einmal die Sache komplett durchdringst. Das hat nichts mehr mit Bulimie-Lernen zu tun, ist aber mega effizient, weil es darum jetzt geht, wirklich die Sachen so zu verstehen, so im Kopf zu verankern, dass du das nicht 2, nicht 3, nicht 4 Tage behältst, sondern dein komplettes Leben lang. Und das ist viel effizienter als Bulimie-Lernen. Warum? Weil Bulimie-Lernen du dabei eine innere Abneigung dagegen verspürst. Und dadurch, dass du das Wissen sozusagen einmal bei dir sozusagen einen Durchlauf durchs Gehirn hast, einmal komplett umgedreht hast, von allen Seiten angesehen hast, ist der Lernprozess viel spannender. Du wirst mehr Freude dabei empfinden und du verstehst endlich, dass das Wissen und die Prüfungsfragen sozusagen in deinem Kopf erst assoziiert werden müssen. Da ja nicht dasteht, schreibe das hin, was auf Seite 5 oben steht im Skript oder in diesem Buch, sondern du hast diese Prüfungsfragen und dadurch, dass du die Sachen sozusagen schon anwendungs- und transferorientiert gelernt hast, kannst du dann viel schneller in der Prüfung auf die Lösung kommen. Warum solltest du anwendungsorientiert lernen? Weil es deiner Gehirnstruktur entspricht. Überleg mal, du lernst etwas stupide auswendig, eine Karteikarte nach der anderen und du denkst so, das ist linear aufgebaut, da gibt es überhaupt keine Verbindung. Von der ersten Minute der ersten Vorlesung bis zur letzten Minute der letzten Vorlesung und das ist einfach so runtergerattert. Super aufwendig. Dein Gehirn funktioniert aber anders. Es funktioniert wie ein Netzwerk. Es gibt Strukturen, es gibt Assoziationen und es gibt Verbindungen. Und wenn du die verschiedenen Sachen in einer Vorlesung miteinander assoziierst, verbindest und strukturierst, sozusagen visueller lernst, dann kannst du dir die Sachen viel besser merken und es ist viel näher an der Struktur dran, wie dein Gehirn auch funktioniert. Was du dann sozusagen machst, ist, du lernst sozusagen gehirngerecht und nicht so, wie es der Professor dann aufgezeigt hat, weil das ist immer nur linear und da sind die Verweise gar nicht so stark drin. Und von daher, versuch es mal so. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die individuelle Wissensorganisation. Jeder Mensch organisiert sein Wissen im Gehirn anders. Das hat damit zu tun, wann er die Sachen gelernt hat, wo er die Sachen gelernt hat und wie er die Sachen gelernt hat. Von daher kann es etwas sein, was ich gelernt habe, beispielsweise in der Jugend, ist ganz anders bei mir vernetzt, als das, was ich dir jetzt vielleicht in diesem Video beibringe. Du hörst das jetzt zum ersten Mal. Das heißt, mein Netzwerk, mein Gehirn, speichert die Informationen wo ganz anders als du. Und genauso geht das zwischen dir und deinem Dozenten. Er hat wahrscheinlich ganz viele Papers über einen Zusammenhang geschrieben, die du aber noch gar nicht hast. Von daher wird er seine Wissensstruktur und der Aufbau der Vorlesung ganz anders sein als die Art und Weise, wie du die Informationen abspeicherst. Von daher, dieser lineare Aufbau der Vorlesung ist vielleicht für dich gar nicht richtig. Daher solltest du einen eigenen Zugang dazu finden und das zeige ich dir gleich mit der kommenden Technik. Die folgende Lernstrategie basierend auf dem Prüfungserfolgsmodell hat mehrere Stufen. Das erste ist, bevor du anfängst zu lernen, bevor du dich mit einem Thema beschäftigst und bevor du wieder nach der Pause zurückkommst, setze dich 5 Minuten hin und überlege, was weiß ich schon zu diesem Thema. Du aktivierst die Region in deinem Gehirn, wo du das Wissen sozusagen andocken kannst. Und weil dann auf einmal dieses aktiviert ist, fällt es dir leichter, das neue Wissen zu verknüpfen. Strukturen entstehen einfacher, Assoziationen gehen dir leichter von der Hand und du wirst weniger Zeit brauchen, die Sachen zu lernen. Allein, weil du dich jeweils 5 Minuten vorher hingesetzt hast und das Vorwissen aktiviert hast. So, der zweite Punkt besteht darin, sich einen Überblick zu verschaffen. Das heißt, du baust dir eine innere Landkarte auf. Das geht mit einer Mindmap. Wie das genau geht, zeige ich dir in einem anderen Video. Hier sei nur gesagt, Mindmaps, diese Landkarten, solltest du für jedes Themengebiet anfertigen und für alle Themengebiete eine zusammen. Was du dann machst, du machst sozusagen Verbindungen. Die musst du nicht einzeichnen, aber du denkst, aha, dieses Modell hat genau die gleichen Voraussetzungen wie dieses andere Modell. Und wenn die identisch sind, dann kannst du dir ja nur einmal die Information merken und sagst dann, oho, da oben steht genau dasselbe wie da unten. Das heißt, du sparst Speicherplatz. Und jede zusätzliche Verknüpfung, die du irgendwo dann ziehst, hilft dir dabei, dir die Sachen besser zu merken. Weil das ist ungefähr wie so ein Muskel, so ein Gehirn. Das heißt, wenn du immer dieselbe Übung machst, hast du nicht so viel Erfolg. Wenn du aber die Übung
veränderst und einen Muskel auf unterschiedliche Weisen aktivierst, dann wird er schneller wachsen. Und genau so ist es auch mit deinen Synapsen im Gehirn. Je unterschiedlich du sie triggerst, desto besser wirst du die Sachen merken. Punkt 3 ist dann, den Stoff durchzuarbeiten. Und wie machst du das? Nicht stupide, wo du eins nach dem anderen auswendig lernst, sondern du fragst dich, warum die Sachen so sind. Dieses Warum-Fragen ist sozusagen, du hinterfragst die Motive eines Modells, du hinterfragst die Motive, warum haben wir diesen Muskel? Du hinterfragst dich, warum haben wir dieses Gesetz? All das, was dahinter liegt, wird dir eine Erklärung liefern. Und Erklärungen lernen wir viel einfacher als Fakten. Und durch diese Warum-Fragen kommst du dahin. Und wenn du noch nicht da bist und es dir nicht so leicht einfällt, kannst du auch dich mit deinem Kommilitonen drüber unterhalten. Ihr könnt euch zu zweit dann versuchen, das zu erklären. Und nichts ist effektiver, als mit jemandem anders darüber zu reden, weil Lernen durch Lehren, weil du es ja jemand anders erklärst, ist unglaublich effizient. Weil nur wer es verstanden hat, kann es auch lehren. Und oftmals, das kann ich euch als Dozent sagen, ist es so, ich habe es erst dadurch verstanden, dass ich es Leuten ein-, zweimal erklärt habe. Und dann vergisst man das wirklich nie wieder. Der nächste Punkt ist, wie häufig merkst du die Sachen? Und vor allem bei Sachen, die du langfristig brauchst und wo Prüfer ganz viel von dir wissen wollen, ist ein Intervalllernen sehr wichtig. Das heißt, alle 10% der Zeit wiederholst du die Sachen. Beispielsweise hast du noch 30 Tage Zeit, darüber gibt es Studien, ist es sinnvoll, nach 3 Tagen zu wiederholen, nach 3 Tagen, nach 3 Tagen, nach 3 Tagen, nach 3 Tagen. Das heißt, du hast insgesamt alles 10 oder 11 Mal wiederholt und dann wirst du dir das wahrscheinlich merken, nicht nur für die Klausur, sondern auch für danach. Das kannst du ein bisschen anpassen, weil mir persönlich ist es immer wichtig, die Sachen zweimal am Anfang an einem Tag zu hören, zu lesen und durchzuarbeiten und dann alle 3 Tage das zu machen. Aber wichtig ist, dass du diese Intervalle einhältst. Und damit diese Intervalle nicht zu langweilig werden, versuchst du dich jeweils zu hinterfragen und versuchen, neue Assoziationen zu knüpfen. Weil diese Assoziationen helfen euch beim Lernen. Punkt 5 ist, dass du versuchst, das anzuwenden. Du bringst jetzt sozusagen das Wissen und die Prüfungsfragen zusammen. Das heißt Practice Testing. Du denkst dir Klausuraufgaben aus. Du schaust in Lehrbüchern nach, was für Aufgaben da abgefragt werden. Oder aber es gibt Altklausuren. Und das alles 3 zusammen führt dann dazu, dass du das wirklich viel, viel besser dir merken kannst. Du gehst das im Kopf einmal komplett durch und dann ist die Assoziation von dem Wissen und den Prüfungsfragen viel mehr gegeben. Du kannst die Anwendungsfragen, du kannst die Transferfragen und natürlich die Wissensfragen alle beantworten. Du gibst die Lösung zum Prüfer und bekommst dann deine 1,0 im Idealfall. So, das war eine Menge Holz und daher fassen wir das jetzt nochmal zusammen. Der ursprüngliche Prozess zu sagen, das Wissen kommt hier rein, geht dort raus und unterwegs schreiben wir es einfach nur kurz auf. Kurz Bulimie lernen funktioniert oftmals überhaupt nicht. Viel wichtiger ist es dann, nach dem Prüfungserfolgsmodell sozusagen die ganzen Informationen zu strukturieren, zu assoziieren und in Verbindung zu setzen. Und dann können wir das Wissen und die Prüfungsfragen zusammenbringen. Weil bei Prüfungsfragen gibt es nicht nur Wissensfragen, sondern es gibt auch Anwendungs- und Transferfragen. Und die alle zusammen können wir besser beantworten, wenn wir unser assoziatives Gehirn richtig benutzen. Und um das zu tun, dafür gibt es die Lernstrategie, die ich dir eben aufgezeigt habe. Und das war als erstes, dass du dir erstmal ein Vorwissen aktivierst. Das zweite ist, du überschaffst dir einen Überblick. Das dritte war, dass du den kompletten Stoff durcharbeitest und danach versuchst du in Intervallen zu wiederholen. Und zu guter Letzt versuchst du damit dann sozusagen das zu praktizieren, indem du Klausuren durchgehst. Und wenn es keine gibt, dann machst du dir selber welche und überlegst dir Aufgaben dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz vielen Leuten, die ich das Modell vorgestellt habe, fanden das richtig gut, aber ich bin echt gespannt auf eure Meinung. Schreibt es bitte in die Kommentare. Und dafür, dass ihr kommentiert, dafür, dass ihr liked, kriegt ihr wieder die Möglichkeit, 2 Bücher zu gewinnen. Die besten Study-Hacks der Welt. 2 Stück verlosen wir auf YouTube, 2 auf Facebook und all denjenigen, die kommentiert haben. So, das war's für heute. Wir sehen uns bestimmt bald wieder und bis bald. Tschüss!